Metal-Leute, servus und herzlich willkommen. Ich bin gleich dreieckig Augen, ey. Ich habe den ganzen Tag an der scheiß Webseite weitergemacht. Ich habe jetzt die Webseite umgestaltet und ein bisschen was dran rumgebastelt und alles. Mein Blog, dass ich weiß, was überhaupt abgeht heute. Ich habe eigentlich schon einen Vlog aufgenommen heute. Aber haben sich noch ein paar Sachen ergeben und ich habe gedacht, wir sprechen da nochmal darüber, dass wir da ein bisschen einen Überblick haben. So, dann würde ich sagen, kurz die Themen, was wir heute haben. Zuallererst einmal möchte ich kurz über die Playlisten sprechen. Denn mir ist aufgefallen, dass die meisten noch gar nicht gemerkt haben, dass ich ziemlich harte Playlisten habe. Also ich habe ziemlich viele Playlisten. Besitze ich hauptsächlich nicht auf meine Playlisten von meinen Videos, sondern auf die Playlisten von anderen Videos auf YouTube, Musik überwiegend. Oder eigentlich 90, 99%. Darüber sprechen wir heute. Dann kommt nochmal das Thema Rap. Und zwar wurde da anscheinend, entweder habe ich das jetzt schon mal erwähnt im letzten Vlog am Freitag, also vor ein paar Tagen, oder noch nicht. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Da gucken wir jetzt einfach mal kurz da nochmal mit rein. Keine Genre-Videos mehr, das habe ich anscheinend noch nicht deutlich genug gesagt, das haben manche noch nicht begriffen. Das wollte ich nochmal deutlich machen dann, da sprechen wir auch nochmal kurz drüber, warum und alles, denn überhaupt und sowieso. Webseite. Habe ich gerade schon angesprochen, dass ich gleich dreieckige Augen kriege und deswegen hier auch. Und ja, also wir werden auch kurz über die Webseite sprechen, über die zwei Webseiten, die ich habe. Dazu hat sich auch noch was geändert, deswegen eben jetzt gleich. Twitter und Facebook werden wir nochmal kurz besprechen und da hat sich nämlich auch irgendwas getan. Und zum Thema Instagram kann ich ja auch nochmal ein oder zwei Worte sagen. So, dann würde ich sagen, wir fangen mit dem Intro an und ja, Metal und Intro. So, da bin ich wieder. Ich muss jetzt nur noch kurz Instagram aufschreiben. Dass ich das nicht vergesse. Habe nämlich diese lästige Eigenschaft, dass ich immer alles vergesse. Wobei ich sagen muss, meine Videos sind besser geworden seit einiger Zeit. Ja, nur diese blöden R's kriege ich noch nicht weg. Völlig Wayne, darum geht es halt gar nicht. So, na kurz aus. Langsam sollte ich Geld verlangen. Ja, zu viel Zucker, alles am Boden abgesetzt. So. Wir fangen mit den Playlisten an, aber ich mache noch eine kurze Notiz zu der Webseite. Bevor ich das wieder vergesse, weil ich merke schon, dass der Gedanke wieder schwindet. So. Worum es da genau geht, werde ich euch gleich sagen. Also, wir fangen mit den Playlisten an. Auf Drachenlords. Ich habe übrigens beschlossen, ich werde die Tweets, ich werde die Vlog-Videos immer hier üben machen und wenn ich dann irgendwas anderes einmal habe oder so, oder ich werde dann wahrscheinlich auch mir so ein kleines Gag immer überlegen, ab und zu mal was. Das werde ich dann wahrscheinlich drüben machen, denn ich habe jetzt, und das kann ich auch mal kurz erwähnen, ich habe jetzt endlich beschlossen, mir einen Greenscreen zu holen und einen Greenscreen und Softboxen. Das heißt, Softboxen machen angenehmeres Licht, besser für die Aufnahme. Und wenn man mit einem Greenscreen arbeitet, sind Softboxen eigentlich schon fast Pflicht, sag ich jetzt mal. Das ist doch Satire, hä? Darüber werde ich mich nachher ärgern. Oder eben nicht, ich weiß jetzt nicht, wie das gemeint ist, muss ich jetzt mal nachgucken. Playlisten. Entschuldigung, sowas kommt öfter mal vor bei mir, also nicht wundern für die Leute, die neu sind. Zuallererst einmal noch kurze Sache. Krass, wir haben mehr als 160 Abonnenten, Herr Zettler. Wobei mir aufgefallen ist, dass einer oder zwei anscheinend erst vor kurzem an Account gemacht haben, wobei ich da vermute, hat aber nichts mit euch zu tun, falls ihr keine Fakes seid, dass das eben Fakes sind. Eben einfach aus dem Grund, weil es in der letzten Zeit immer wieder mal vorgekommen ist. So,
Wir kommen zu den Playlisten, bevor ich hier noch öfter abschweife. So. Fakt Nummer 1, und das ist wirklich ein Fakt, ich habe viele Playlisten mit Musik. Ja, wenn ihr auf meinen Account geht, also auf YouTube, und dann geht ihr auf Videos und das lasst euch das Ganze dann als Playlisten anzeigen. Dann werden es euch solche Sachen zeigen wie Edguy, Bifrost, Hardstyle, Led Zeppelin, Manowar, Iron Maiden, The Rasmus, Finsterfront, Finsterforest, Zion, Hidden Foray und so weiter. Es werden aber auch so Sachen kommen wie Phil Collins, die schönsten Trickfilmlieder, meine Lieblings-Anime-Lieder und so weiter. Punkt 1, was sich geändert hat. Ich hatte Sachen drinnen wie Absurd. Irgendjemand fährt mit Musik rum. Ich hatte Sachen drinnen wie Absurd. Kenne ich nicht. Kenne ich nur ein paar Lieder, wo ich da für das Metal-Genre-Video mal gemacht habe. Punkt. Das Problem war, ich kenne die halt nicht und mir gefallen die auch nicht und deswegen habe ich die auch rausgenommen. So. Haben sich nicht schlecht angehört, aber ist nicht so mein Ding. So, das nächste, da waren ein paar andere Bands dabei, die ich durch andere kennengelernt habe und dann halt gesagt habe, okay, hau ich mal rein, weil halt das damals zu dem Video gepasst hat. Mittlerweile habe ich sie gelöscht, weil die mich einfach nicht interessieren und ich die Playlist überwiegend so gestalte, wie ich die Musik höre. Das bedeutet, wenn jemand zu mir sagt, ey, was hörst denn du für Musik, kann ich immer sagen, schau einfach in die Playlisten, dann weißt du es. Das heißt, für jeden da draußen, der wissen will, was für eine Art von Musik ich höre oder was für Musik ich generell höre, schaut in die Playlist. Punkt 1 ist, in dem Punkt jetzt ist Punkt 1, es ist natürlich sehr Rock- und Metal-lastig. Es sind aber auch mal so Sachen mit drin wie Phil Collins oder halt irgendwelche Trickfilmlieder zu irgendwelchen alten Trickfilmen oder halt zu so Sachen wie König der Löwen, Harry Potter, zu König der Löwen, jetzt hätte ich fast gesagt Prinzessin Zelda. Es sind auch Sachen von Zelda drin, also es gibt Soundtracks von Videospielen, es gibt Soundtracks zu Filmen, zu Zeichentricks, zu Serien und zu normalen Filmen. Und da könnt ihr einfach mal reingucken, es ist ziemlich geil. Es sind so Sachen drin wie zum Beispiel Astral Doors, es ist eine ziemlich geile Heavy-Metal-Band, die habe ich über. Da gab es damals so ein geiles Drachencover, ich hab's leider nicht mehr. Ich werde es euch oben einbauen, das ist das Testament of Rock-Album, das zeige ich euch mal das Bild kurz. Und dieses Testament of Rock Album habe ich mir damals gekauft, nur aufgrund wegen des Covers, wegen dem Drachen. Und mir hat es so gut gefallen, dass ich mir gesagt habe, okay, hörst dir mal mehr von denen an. Damals hatte ich schon Internet und habe mir dann damals ein paar Sachen auf Internet rum angehört. Mittlerweile habe ich zwei Alben, wobei ich nicht weiß, wie das zweite heißt, weil ich nie auf die Namen schaue. Ich kenne nur den Namen der Band. Ja, und so bin ich zum Beispiel zu Astral Doors gekommen. Es gibt andere Sachen. Noch immer noch zu den Playlisten. Hier zum Beispiel sind Six Feet Under, Subway to Sally, Heaven Shall Burn, die sind ja dieses Jahr auf dem Summer Breeze, ich freue mich schon. Apokalyptischen Reiter gibt es auch eine Playliste. Ein paar Playlisten sind neuer, ein paar Playlisten. Ein paar Playlisten. So, weil ich mich immer undeutlich ausspreche. Ja, vor allem, das war der grammatikalisch. Was ist denn jetzt auf einmal los? Der grammatikalischste Satz, den es gibt. Ich glaube, das war auch falsch. Egal. Hier zum Beispiel sind so Sachen wie Irish, Schottisch, Indianisch. Das sind so indianische Lieder, Irish Lieder, also irische Sachen. Und auch Scotland. Wobei hier das dritte Video oder das zweite Video, bin mir nicht ganz sicher. Oder zusätzlich sogar das erste und das dritte Video. Ist auf jeden Fall die Nationalhymne von Schottland dabei. Also. Ziemlich geile Sachen dabei. Ja, Michael Jackson ist dabei. Klassisch ist zum Beispiel auch dabei. Das sind wirklich klassische Sachen mit Botticelli und so weiter. Könnt ihr auch mal reinschauen. Also, es ist wirklich krass, was ich alles höre. Das sieht man schon mal, wie vielfältig mein Musikgeschmack wirklich ist. Von Amon, vor ein paar Bands sind momentan bloß ein oder zwei Lieder drinnen. Einfach weil ich heute die ganzen Lieder gelöscht habe, die nicht mehr schaubar sind. Und die Lieder, also wo man immer anschauen kann, und die Lieder, wo man noch anschauen kann, die habe ich drinnen gelassen und werde ja demnächst einmal ein paar Lieder wieder hinzufügen. Also es sind momentan, die Playlisten sind noch nicht so sonderlich groß, aber es sind ein paar gute Lieder. Es sind vor allem meine Lieblingslieder, die ich gerne höre. Könnt ihr euch mal anschauen. So, für den Fall, dass es jemand wissen will, was ich so musikalisch, technisch höre oder generell, was für Bands ich höre. Es sind nicht alle, die ich höre, weil es wäre ein bisschen zu krass.
Aber es ist ein Großteil davon. Sachen wie in Flames zum Beispiel sind dabei. Es gibt so Sachen, die nennen sich WOHR, also WOOHHER. Das soll einfach nur WOW heißen, also krass, WOHR. Und schreibt man wahrscheinlich anders, aber es ist völlig egal, es soll einfach nur krass ausdrücken. Deswegen 2 O, 2 H. Und das ist eigentlich das ist eigentlich ein Lied, wo sie zu einem Film gemacht haben. Also das ist, hat nichts mit dem Film zu tun, das Lied. Aber da hat jemand ein Lied genommen, hat einen Film genommen und hat es zusammengeschnitten. Und zwar ist das von Ginger Snap. Das ist jetzt zum Beispiel was, was ich nur mache für den, ach, wie heißt's? Was jetzt zum Beispiel, was ich nur, wie ich in dem Film mache, wie ich in dem Bild, wie ich in dem Video. So bin ich übrigens auf den Film Ginger Snap gekommen. Ist auch interessant. Das waren ursprünglich auch 3 Videos. Muss ich auch mal wieder dran arbeiten. Es ist nur noch eins drinnen, die anderen 2 wurden gelöscht. So. Sachen wie Drachen sind auch dabei. Muay Thai ist zum Beispiel der Kampfsport. Was mit ein paar Filmen zusammenhängt. Das erste Video und das zweite Video hat was mit Ombak zu tun. Ne, das zweite Video ist Ombak, das erste Video ist was anderes, aber ist was ähnliches wie Ombak. Also das hat auch, es ist der gleiche Schauspieler und Kampfsportler. Es ist eine Person. Wie bei Bruce Lee und Jackie Chan ist es auch ein Schauspieler, der halt ein Kampfsportler eigentlich ist. So, und Anime-Lieblingslieder und so weiter. Also es sind insgesamt, da könnt ihr euch mal durchgucken, da habt ihr lange zu tun. Das sind 47 Minuten, wo ihr da zu tun habt. Es gibt nur zwei. Gibt es die noch oder habe ich die gelöscht? Nee, es gibt noch 2 Playlisten. Es gibt noch eine Playlist von mir, die hier lösche ich nämlich schnell. Es gibt noch eine Playlist von mir, in denen geht es um. Gelöscht. In denen geht es um. Wie heißt's? In der Playlist geht es um Künstler. Das heißt Varg, Les Miserables und so weiter. Da könnt ihr mal reinschauen. Darum geht es mir da. Deswegen habe ich die drinnen gelassen. Aber alles andere ist, sind ausschließlich Musik. Und wenn ihr nicht wisst, wie die Band heißt, mal, falls ihr sie nicht kennt, weiß man ja nicht, ist zum Beispiel Zeller auch der Name immer der Band drinnen. Bis auf War, Zeller und so weiter. Aber ich denke, das ist logisch, dass es kein Bandname ist. So. Okay, wieder ein Joker, den kann man löschen. So, während ich den hier schnell blockiere, weil der Kasper hier rumtrollt wie sonst was. Und schon ist er geblockt. Ja, machen wir mal weiter direkt mit dem Vlog. Ihr merkt, ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Zum Thema Rap. War wieder das L. So. Ganz einfach eigentlich. Ich wurde gefragt, falls ich es noch nicht erwähnt habe, ich wurde gefragt, ob ich ja mal über Rap sprechen kann. Also ob ich das mag, ob ich es nicht mag, was ich davon halte. Ich kann das gerne machen, das kann ich auch direkt hier im Vlog machen, da braucht man kein extra Video dafür. Da ich eh keine generellen Videos mehr mache, dazu wie gesagt gleich noch was. Ich finde Rap nicht schlecht. Es ist nicht unbedingt mein Musikstil, aber auch ich höre jetzt Sachen wie Eminem zum Beispiel. Eminem, Tupac, so die klassischen alten Sachen. Ich höre auch gerne mal ab und an. Komme ich auch einmal auf Sido oder so klar. Was ich nicht mag, ist Bushido, der Kasper, weil wenn der hergeht und seine Freunde verarscht und den Arsch fickt und dann ihre Lieder klaut und selber veröffentlicht, vorausgesetzt, das stimmt alles, das weiß ich ja nicht, das ist ja bei deiner Kasper immer so, jetzt bist du mal fein und dafür hast halt plötzlich dann ein paar mehr tausend, paar tausend mehr Zuschauer. Aber wir sind wirklich noch Homies und so weiter, ein Scheiß. Und dann später kommt einer, ja, ich habe noch zu wenig Videos, ja gut, du verrätst mich, ja, gehst da zum Ding und kriegst da noch ein paar Zuschauer mehr und dann können wir ein bisschen Streit machen und weiß man ja nie, wie gefaked das ist oder wie nicht. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist mir im Endeffekt egal. Bushido mag ich nicht, von dem gefällt mir die ganze Art nicht, die ganze Lieder, die ganze Singart und so weiter, das taucht mir einfach nicht, denn seine Stimme ist zum Kotzen. Und da kann mich gerne jeder Hopper fotzen, wenn er will, das ist meine Meinung. Sido wiederum finde ich ganz okay, ist ganz in Ordnung. Hat auch ein paar Lieder, wo ich sagen muss, die gefallen mir auch textlich sehr gut und sehr viel besser.
Weil so Lieder, wo ich ficke dich in Arsch, ficke deine Mutter, ficke deinen Bruder und deine Schwester und lauter solche Scheiße, wo die aus er ist guter Junge machen, wo ich mir da teilweise schon was gesehen habe und gehört habe, denke ich mir einfach nur hier, pst, fickt euch ins Knie, ciao Leute. Was ich von Rap im Allgemeinen halte, ist, ich finde Rap selbst ist keine Kunstform, Rappen selber ist nicht schwer, meiner Meinung nach. Ich persönlich habe allerdings immer schon ein wenig Talent für Reimen und so weiter gehabt. Vielleicht wäre ich sogar ein guter Rapper. Nee, also ist nicht mein Stil. Ich höre es ab und zu mal, vor allem ein paar so Sachen von Eminem, neu und alt. Bei Eminem mag ich noch alles. Tupac gibt's nichts Neues, der ist ja nicht mehr. Den haben sie auf offener Straße erschossen irgendwie. Irgendwie aus dem Auto haben sie rausgeballert und haben den über den Haufen geschossen. Die Story und so weiter kenne ich, weil ich mich ja früher mit Hip-Hop beschäftigt habe, früher Hip-Hop gehört habe und so weiter. Aber ich persönlich muss sagen, mir gefällt die ganze Einstellung von Hip-Hop und Rappern nicht, die man im Allgemeinen sieht. Da gibt es natürlich auch wieder Leute, die sich davon abheben, wie es bei uns auch Metal-Leute gibt, die es nicht so sind wie wir anderen. Aber so im Allgemeinen muss ich sagen, ich habe noch nicht viele getroffen. Also noch nicht viele Rapper getroffen, oder Hip-Hopper getroffen, die gut sind. Wobei man hier wieder dazu sagen muss, Rap ist ein eigenes Genre, so viel ich weiß zumindest. Schaut's euch an, sagt einfach, denkt einfach drüber nach, was ihr davon haltet. Muss jeder selbst entscheiden, ist meine Meinung. So, das nächste ist Genre-Videos. Jetzt wurde ich wieder gefragt, ob ich nicht ein Genre-Video über, was war das letzte, was ich machen sollte? Ich wurde irgendwie gefragt, ob ich noch einmal eins über Speed Metal machen soll. Und jemand anders hat mich, glaube ich, noch nach Metalcore gefragt. Ich mache keine Genre-Videos mehr, weil ich kann mich stundenlang, ich kann mich 5 Stunden hinsetzen und mir den Arsch aufreißen. Entweder passt es euch nicht, wie ich es vortrage, euch passt nicht, wie ich es gesagt habe, oder euch passt es einfach nicht, dass ich mich vorbereitet habe und ihr habt einfach bessere Einstellungen oder bessere Meinung dazu. Ich mache jetzt schon immer so, dass wenn ich was sage, dass ich sage, ich macht es so, das ist so, weil ich das so sag. Für mich ist es so. Wenn es für euch nicht so ist, ist es eure Sache. Ich versuche euch in eine Richtung zu schubsen und ihr weicht aus und lasst mir aufs Maul fliegen, so ungefähr. Ja? Also ich will euch so schubsen und ihr weicht aus, ich fliege voll aufs Maul. Ne? Also das ist einfach uncool und ehrlich gesagt, das ist mir mittlerweile auch egal, es geht mir sonst wo vorbei. Wenn ihr das nicht wollt, dann sagt's einfach gleich, dann lasse ich es komplett, weil ich sehe nicht ein, mir den Arsch aufzureißen, wenn es nicht passt. Von YouTube vertreiben könnt ihr mich eh nicht, weil egal was ich mache, es ist im letzten Moment ist es dann meine Entscheidung, ob ich gehe oder bleibe und ob ich weitere Videos mache oder nicht. Das kommt dann halt darauf an, wie ihr die aufnehmt und wie andere die aufnehmen, weil, ja, darüber brauche ich jetzt gar nicht sprechen, weil das ganze Thema mit Hater habe ich durch. Da bin ich fertig mit. Oh, die blöden Haare, jetzt bleibt mal hinten. Mit dem ganzen Thema Hater bin ich durch, da habe ich die Schnauze voll und ehrlich gesagt, das ist mir auch echt. Das ist mir einfach egal. Das glaubt ihr gar nicht. So, nächstes, was ich jetzt machen möchte: Webseite. Und hier dazu habe ich ja die Anmerkungen vorhin geschrieben. Täglicher Vlog. Blog, wie auch immer. Es gibt diese Blog-Einträge. In meinem Forum zum Beispiel habe ich da immer am Anfang welche gemacht. Ich habe vor. Da ich auch einen Twitter-Account und einen Facebook-Account habe, werde ich das wahrscheinlich in Zukunft das so machen. Ich werde einen Facebook-Vlog machen und das werde ich jeden Tag machen. Das bedeutet, ich stehe auf, je nachdem, wann ich aufstehe, ich stehe auf und dann schreibe ich, was ich mache. Zum Beispiel, heute bin ich 2 Stunden am Video drehen, 4 Stunden am Let's Play aufnehmen, 5 Stunden, 6 Stunden auf Arbeit und ja, sowas halt zum Beispiel wird das gemacht. Wird so eine Art Tagebuch, wo jeder reinschauen kann, weil ich zurzeit fast täglich sowohl auf Facebook als ja, auf Twitter nicht, aber auf Facebook kriege ich das oft, dass mich jemand privat anschreibt, ey, was treibst du so, wie geht's so und so weiter. Ja, ist cool, aber das Problem ist, dass mich meistens dann welche erwischen, wenn ich gerade irgendwie mitten in einem Video schneiden bin. Dann muss ich mich konzentrieren, weil sonst heißt es wieder, ja, haut nicht hin. Und für die Let's Plays muss ich ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, weil ich muss die Videos, ich muss die auf einer höheren Quali machen. Ich muss die
Ich muss die auf einer höheren Quali machen, damit man auch alles lesen kann. Meine Videos hier sind nicht so schlimm, wenn man mich nicht ganz sieht oder mich bloß ein bisschen verschwommen sieht. Sind nicht so schlimm. Dann muss ich hergehen und muss die ganzen Tonspuren prüfen, muss die Tonspuren das Rauschen wegmachen. Dann muss ich das alles einbinden, einschneiden. Dann muss ich schauen, ob es passt. Dann muss ich gucken, ob es synchron ist, weil ich das ja mit Facecam und so weiter mache. Dann muss ich das alles schauen, ob es synchron ist. Und wenn es alles synchron ist, dann muss ich hergehen und muss das Ganze nochmal zusätzlich muss das Ganze nochmal zusätzlich machen, dass es hinhaut. Und ja, das ist nicht ganz so einfach, wie ich das gerne hätte. Und deswegen bin ich oft einmal stundenlang am Videos schneiden, rendern und so weiter. Heute zum Beispiel habe ich noch 2 Stunden Aufnahme vor mir, die ich langsam aber sicher mal beginnen sollte. Dann habe ich nachher noch einen Termin mit jemandem, da will ich noch ein bisschen, da wollen wir noch ein bisschen was schreiben mit einem Bekannten auf einer Webseite. Und dann habe ich hier noch dieses ganze, ja, die ganzen Videos hier. Das hier muss ich auch noch schneiden und rendern. Das dauert wieder auch wieder eine halbe Stunde, Stunde, bis es dann fertig ist mit Rendern. Dauert nochmal 2 Stunden, weil das dauert immer so ewig, weil ich muss das, in dem Fall muss ich es von der Qualität runterstufen, weil die Qualität wäre 1080p. Wenn ich das in 1080p hochlade, dann habe ich das Problem, dass es zwar hinhaut, die Quali saugeil ist, aber ihr seht bloß mich. Und da brauche ich keine High-End-Quali, außer ich würde jetzt Flammen nach euch werfen, die in übelster Quali, Pixel-Quali angezeigt werden müssten. Ja, das ist alles nicht so einfach. So, eine andere Sache. Twitter. Ach so, an der Webseite habe ich auch was gemacht. Die Webseite Drachenbarde heißt jetzt Drachenlord. Der Link heißt zwar noch Drachenbarde, aber das kommt dann auf den Link an. Es gibt nämlich jetzt 2 Links, mit denen ihr auf die Seite kommt. Und das hat dann, der eine Link heißt Drachenlord, der andere Link heißt Drachenbarde. Da muss ich mal gucken, wie ich das genau mache, dass das hinhaut. Ansonsten werde ich irgendwann einen neuen Link einfügen müssen oder werde das Ganze irgendwie auf eine andere Webseite übertragen müssen. Das wird sich zeigen, wie ich das alles mache. Eine andere Sache ist der Twitter. Ich habe Twitter von Drachenlords auf Drachen Games umgeswitcht, da mein Drachen Games Kanal da mein Drachenlords, ich habe meinen Drachenbarde auf meinen Drachenlords geswitcht, da ich meinen Drachenbarde-Account nicht so oft benutzen will oder nicht mehr so oft nutzen will, und weil ich da schon Follows habe, da habe ich mir gedacht, machen wir es einfach so, dann lasse ich das auf Drachenbarde. Jetzt kriege ich schon mal graue Haare oder was? Und das sah so grau aus gerade. Ach, das war ein bisschen Spiegelung. Wie auch immer. Ich habe den Drachenbarde auf den Drachenlords. Ihr merkt, meine Konzentration lässt nach. Den Drachenbade auf Drachenlords gewechselt. Das heißt, ihr findet mich jetzt heller auf YouTube unter Drachenbade, unter Drachenlords. Und da werden auch die Links gepostet werden, die ich gerade gesagt habe, was ich den täglichen Vlog und so weiter mache. Den täglichen Blog-Eintrag. Da werde ich extra was machen auf der Webseite. Das wird dann auch unter Blog oder so stehen oder Drachenblog oder irgend sowas. Und da könnt ihr dann immer reinschauen, was da so abgeht. Da werde ich tägliche Sachen posten. So. Mal sehen. Facebook. Kann man ja eigentlich Schrift nicht lesen. Facebook. Ich habe mein Facebook, ich habe ja einen Facebook-Account. Das war ja mittlerweile Standard schon. Und habe jetzt die Seite Drachenbarde aus YouTube geändert. Da mir jemand gesagt hat, du kannst doch die Seite den Namen normalerweise ändern, habe ich das ausprobiert und es geht tatsächlich. Und das habe ich jetzt geändert, und ja, dadurch, dass ich das geändert habe, heißt das jetzt nicht mehr Drachenbade, sondern Drachen aus Metal, aus YouTube. Und da könnt ihr mal drauf gucken, falls euch das interessiert, könnt ihr mir da folgen. Da werden auch immer wieder mal Sachen gepostet und so weiter und so fort. Habe ich heute erst meine Twitter-Accounts gepostet. So, Instagram, genau. Ich habe Tinstagram geschrieben. Achso, das war dieser Fehler gerade, wo ich etwas in der T gemacht habe. Instagram habe ich nach wie vor, habe auch ein paar Bilder gemacht, habe aber nur einen Follow. Falls es euch interessiert, könnt ihr mir da ja mal folgen. Ab und zu kommen da mal ein paar Bilder oder so. Werde auch jetzt gleich dann noch eins machen wahrscheinlich, weil ich dann noch unterwegs bin. Falls ich es noch mache, ich weiß es nicht. Da könnt ihr einfach mal reingucken, falls es euch interessiert. Ansonsten lasst es. Ja, und dann
wünsche ich euch noch eine wunderschöne Woche. Und das war's dann eigentlich erst einmal von mir. Vielleicht werde ich mich am Mittwoch nochmal mit euch in Verbindung setzen. Und vielleicht auch nicht. Das weiß ich noch nicht. Ansonsten sehen wir uns am Freitag. Ich danke euch fürs Zuschauen. Metal und eine wunderschöne Woche. Ciao, Leute.